Avusturya'da Türkiye'nin dünü, bugünü, yarını konferansı öncesi skandal bir olay yaşandı. Avusturya Devlet Kanalı ORF spikeri kılık değiştirerek konferansa girmek istedi. Konferans halka açık olduğu halde nedendir bilinmez spiker başörtüsü taktı. Etrafta fotoğraflar çekmeye başladı. O sırada A Haber ekiplerine yakalandı. Değerli izleyenler, Şevki Yılmaz konferansının tertip edileceği Wonder binasının önündeyiz. Avusturya'nın başkenti Viyana'dayız. Avusturya spikeri Sonja Hanım az önce başını örtmüş. Kameraman arkadaşım sizleri gösterecekler. Şu an onlar da bizi canlı yayında gösteriyorlar. İçeriye girdi ve güya Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın resimlerini çekti. Dışarıya kaçmak isterken görevli arkadaşlar kendisini yakaladılar ve sordular niye işiniz var burada diye. Resim çekiyorum dedi. Arkadaşlarımın başınızı niye örttünüz sorusuna ise örtemem mi özgürlüğüm diye karar verdi. Buyurun arkadaşı çekebilirsiniz. Buyurun efendim. Die Frage ist, ich möchte Sie ganz kurz fragen, warum Sie drinnen waren mit Ihrer Kopfbedeckung? Ja, ich kann. Wollten Sie sich kamuflieren? Ich wollte schauen, ist eine öffentliche Veranstaltung, oder? Es ist eine öffentliche Veranstaltung. Şimdi bakın, Devlet Televizyonu ile A Haber aynı anda canlı yayındalar. Sizlere aktarıyoruz. Die Frage ist meiner Seite, warum Sie sich unbedingt reinlassen müssen mit Ihrer Kopfbedeckung? Sie können doch ganz normal rein. Okay, dann gehen wir rein, oder? Natürlich. Ja, okay. Aber mit Ihrem Smartphone rein und dann fotografieren und nachher uns zu sagen, wir werden euch der Polizei sagen. Ist das normal? Sie sind mir hinten nachgelaufen, 10 Leute. Nein, es sind nicht 10 Leute nachgelaufen. Wir haben die Bilder. Wir haben die Bilder, wir können es gerne der ORF geben, dem ORF geben. Ist kein Problem. Ich möchte Sie ganz genau fragen, warum Sie nicht mit Ihrem Kamerateam drinnen waren und ganz alleine mit Ihrem Fotoapparat drinnen waren. Weil ich mit dem Kamerateam danach hinein wollte. Das war die Frage, ob wir rein können. Sie können überall rein. Sie können überall rein. Gut, dann gehen wir rein, oder? A Haber muhabirinin sorularına cevap veremeyen spiker polis çağırmakla tehdit etti. Hier waren mit ihrer Kopfbedeckung kamufliert, Fotos gemacht und dann wieder rausgegangen. Aus welchem Grund haben Sie das gemacht? Ist es für Österreicher verboten, dort hineinzugehen? Nein, aber das war eigenartig von Ihrer Seite. Also man darf als Österreicher in diese Veranstaltungsraum nicht hinein? Nein, nein, Sie können doch rein. Das hat keiner gesagt. Sie möchten keinen provozieren. Sie möchten es nur provozieren. Meine Frage ist, warum Sie das gemacht haben? Warum machen Sie jetzt ein Verhör? Nein, warum sind Sie gerade weggelaufen? Warum haben Sie die Angst gehabt, wie wir gefragt haben? Wir görmüş olduğunuz gibi lafı fazla uzatmaya gerek yok. Avusturya Devlet Televizyonu buraya gizli bir şekilde girmeye çalıştı. Şu anda bizi polise ihbar etmekle tehdit ediyor. Kameraman arkadaşım görüntüyü alıyor. Ich rufe jetzt die Polizei, weil ich lasse mit mir nicht so umgehen. Warum rufen Sie die Polizei? Ich rufe jetzt die Polizei. Warum? Ja, nein. Aus welchem Grund? Was werden Sie der Polizei sagen? Werden Sie sagen, dass die türkische Veranstaltung... Neden başörtüsü taktığını açıklayamayan spiker, A Haber muhabirinin soruları karşısında zor durumda kaldı.